Danke vielmals auch für die Einladung. Freut mich ganz besonders, bei der ersten Veranstaltung heraus mit dabei sein zu dürfen. Wie man es hört, ich komme aus Kärnten, bin seit April 2018 für die Agenten im Land zuständig. Also habe auf der einen Seite das Gesellschaftsreferat, sagen wir von der Wiege bis zur Bahre, Jugend, Familie, Frauen, Pensionistinnen und Pensionisten, Asylgrundversorgung und auf der anderen Seite das Energiereferat, also Umwelt, Energie, Klimaschutz, Naturschutz, die Barke, die wir in Kärnten haben und auch das Abfallrecht. Und für mich ist immer so das Thema Nachhaltigkeit eines, was über beiden Referatsthemen drüber hängt. Zwar wirklich spannende, einmal Vortrag, einmal Kommentar. Ich habe mich ja sehr oft wiedergefunden, aber eins habe ich bemerkt, wir sind in Kärnten in gewissen Bereichen ein bisschen Vorreiter, haben aber mit ähnlichen Problemen zum Kämpfen wie überall. Wir haben in Kärnten, wenn wir uns die erneuerbare Energiegewinnung anschauen, mittlerweile zu 99,4% eine Energiegewinnung aus Erneuerbaren. Also wir sind fast bei 100%. Wir haben über 80% aus der Wasserkraft und über 20% aus der und knapp unter 20% aus der Biomasse. Also auf dem Gebiet kann man sagen, okay, Ziel 1 grundsätzlich einmal erreicht. Also beim Strom. Nur bei der Energiegewinnung, also nur beim Strom. Strom. Wir haben Biogas aus Holz, wo sie Strom erzeugen. Okay. Und komme ich aber vielleicht später noch zum Punkt, warum es, glaube ich, auch ganz wichtig ist, über die Bundesländergrenzen hinweg miteinander zu diskutieren, auch wenn es vor allem um das erneuerbare Ausbaugesetz geht, weil wir, glaube ich, auch da in Österreich auf der einen Seite zwar ein solidarisches System brauchen, wer was dazu beiträgt, um auch in Österreich CO2-neutral den Strom erzeugen zu können, auf der anderen Seite aber auch kann Ressourcen Raubbau betreiben dürfen, sage ich jetzt einmal. Wir sind in Kärnten sehr gesät mit der Wasserkraft. Was wir aber nicht tun dürfen, ist, dass wir gute Becher, also Ansa-Becher, sagen wir dazu, weiterhin verbauen lassen dürfen. Was zwar natürlich dazu beitragen würde, dass mehr an CO2-neutraler Stromgewinnung erfolgen würde, was aber unserer Umwelt in Kärnten schadet. Das heißt, da brauchen wir auch irgendwo einen Mittelweg, den wir finden, um nachhaltig auch mit dem Thema umzugehen. In der Wärme, und da sehe ich gerade meine große Herausforderung, da sind wir noch, ja, zwar schon relativ weit, haben aber noch Potenzial. Also wir sind schon bei ca. 60% CO2-neutraler Wärmeversorgung und da haben wir aber noch einen großen Teil an fossiler Energie, wo wir unsere Fördersysteme gerade drauf setzen, dass wir sagen, welche Anreize müssen wir setzen, was müssen wir tun, welche Förderungen müssen wir auf die Füße stellen, damit wir die Menschen dazu bewegen kommen, von fossilen Brennstoffen wegzukommen hin zu CO2-neutralen. Das hat mich in der Vorperiode sehr gewundert. Mein Vorgänger, der Rolf Hollup, ist vielleicht ein Begriff, hat zwar auf der einen Seite den Energiemasterplan für Kärnten ins Leben gerufen, wo er eben diese Ziele auch niedergeschrieben hat, Maßnahmen gesetzt hat, um diese Ziele zu erreichen, das auch in einem breiten Beteiligungsprozess auf die Füße gestellt hat, wo ich mal grundsätzlich sage, ja, es ist der richtige Weg, die Menschen auch mit einzubeziehen. Auf der anderen Seite habe ich aber nicht verstanden, dass zum Beispiel die alternative Energieförderung bei den privaten Haushalten auf einmal zur Wohnbauförderung gekommen ist. Weil dann kann ich nämlich nur Menschen fördern, die auch wohnbauförderfähig sind. Da komme ich wieder auf die andere Seite. Das heißt, Menschen, die auf eine Wohnbauförderung aber nicht zugreifen können, fallen auch hier um die Förderung um. Das heißt, ich kann keine Anreize setzen. Wir haben auch bei öffentlichen und gewerblichen Betrieben die Förderung wieder auf die Füße gestellt. Und was wir auch haben, wir haben mittlerweile 46 von 132 Gemeinden, die beim E5-Programm, nennt sich das bei uns, mitmachen. Da kann man von einem E bis zu 5 Es eine Auszeichnung erhalten. Das heißt, den Gemeinden werden Anreize gesetzt, um zu sagen, entwickelt euch weiter. Und die Gemeinden nutzen wir als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, um zu den Bürgerinnen und Bürgern hinzukommen
um zu sagen, okay, machen wir gemeinsam Projekte in der Gemeinde, kaufen wir ein E-Fahrzeug an, das die Gemeinde im Gesamten nutzen kann, stellen wir die Beleuchtung auf LED um, wer ist mit dabei. Und da probieren wir jetzt auch noch einmal, und das fördern wir bis zu 80% ganz stark, eben über die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Informationsveranstaltungen zu machen, dass wir Bürgerinnen und Bürger, die eben noch mit fossilen Brennstoffen heizen, dazu bewegen können, umzusteigen. Also da sind wir wirklich stark dahinter, Programme auf die Füße zu stellen, damit man in die Breite kommt und die Bevölkerung sensibilisieren kann. Und ich glaube, deswegen braucht es auch unbedingt nicht den Eingriff des Staates, aber der Staat muss schon auch die Kontrolle darüber haben, weil nur dann können Maßnahmen gesetzt werden. Ich brauche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, um in die Bundesländer zu kommen, um auf Gemeindeebene zu kommen, um den Bürger, die Bürgerin vor Ort sensibilisieren zu können. Aber ich muss mir ganz klare Maßnahmen setzen, die fehlen mir zum Beispiel auch völlig in der Mission 2030. Völlig. Also bis auf dieses grobe Thema, das Plastiksackerlverbot, ist da drinnen keine handfeste Maßnahme, wo ich sage, aha, jetzt setzen wir in den Bundesländern gemeinsam mit dem Bund etwas um, was uns den Klimazielen näher bringt. Also da haben wir auch mit unseren Beamtinnen und Beamten auf der Ebene diskutiert. Da ist nichts Greifbares, was wir verwenden können. Da haben wir mit dem Energiemasterplan bei Weitem schon mehr auf die Füße gestellt. Wir sind bei der E-Mobilität noch ziemlich hinten noch, das gebe ich ganz ehrlich zu. Also wir haben in Kärnten zwar schon knapp über 300 E-Tankstellen, wir haben aber erst 1500 E-Fahrzeuge auf den Straßen. Also das wird auch noch eine Haruk-Aufgabe, da etwas weiter zu bewegen. Wobei bei uns Carsharing-Modelle natürlich nur im großstädtischen Bereich interessant sein, und das sind bei uns, ich sage mal, Klagenfurt und Villach, dann wird das Ganze schon schwierig, maximal noch die Bezirkshauptstädte, dann sind wir in so kleinen Regionen unterwegs, dass das leider Gottes wahrscheinlich nicht auf die Schnelle funktionieren wird. Und da sind wir wieder beim nächsten Punkt, bei den kleinen Regionen. Wir haben, ich sage mal, Klagenfurt als Landeshauptstadt, wir haben Villach als zweitgrößte Stadt, wir haben die Bezirksstädte, aber dann sind wir schon ziemlich in den Tälern und in den Regionen. Und da ist es aber so, dass man sehr, sehr weit verzweigt ist, sage ich mal. Also da kann man oft 5, 10, 15 Kilometer ins Tal hinten reinfahren, bis man dann beim letzten Haus hinten drinnen ist. Das heißt, wenn man sich so die Netzkarte von Kärnten ansieht, und da muss man auch dazu sagen, das war eine sozialdemokratische Entscheidung, damals das Netz solidarisch in Kärnten, das Stromnetz in Kärnten solidarisch aufzubauen. Das heißt, ja, bei uns hat jeder Bauernhof bis ins letzte Tal ein Stromnetz zur Verfügung. Das war aber ganz eine bewusste sozialdemokratische Entscheidung, zu sagen, es kann nicht davon abhängen, ob ich irgendwo in einem Ballungszentrum bin oder nicht, sondern jeder und jede soll die Möglichkeit haben, einen Stromanschluss zu haben. Was aber natürlich in der heutigen Zeit bedeutet, dass die Netzkosten schon sehr hoch sind, weil sich so ein solidarisches Netz natürlich auch nicht von alleine trägt und es schwierig ist, den Netzausbau weiter zu forcieren, in entlegenere Gebiete zu kommen, wenn dort weiterhin gebaut wird, und natürlich auch die Verbesserungsoptimierungsmaßnahmen oder auch Erneuerungsmaßnahmen des Netzes sehr viel kosten. In der Stadt habe ich relativ kurze Wege und Strecken, wo sehr viele Anschlüsse drauf sind. Am Land habe ich oft 10, 15, 20 Kilometer, wo ich vielleicht 2 oder 3 Anschlüsse drauf habe. Und das stellt uns schon auch vor eine Herausforderung, das auch in weiterer Folge aufrechtzuerhalten. Das ist für mich so der Punkt, also da merke ich, da haben wir nicht nur bei uns in Kärnten, sondern auch bundesländerübergreifend, zumindest mit den Kolleginnen und Kollegen, wo wir schon geredet haben, harte Diskussionen auch schon gehabt. Ich sehe Kärnten als Sonnenland und zum Beispiel nicht als Windland. Also wir haben absolut auch Möglichkeiten im Ausbau der Photovoltaik.
Wir haben aber nie wirklich Flächen, wo wir so einen konstanten Wind haben, dass sich die Windkraft rentieren würde. Da haben wir nur zwei Bereiche. Das ist bei uns die Choralm und die Kuchelalm. Aber ansonsten sind es bei uns Bereiche, die uninteressant sind. Da habe ich von 365 Tagen habe ich 120 Windtage und 100 Tage davon kann ich die Anlage nicht einmal einschalten, weil der Wind zu stark ist. Also das ist ein Thema, was zwar bei uns derzeit relativ stark bespielt wird, weil es natürlich auch eine Lobby gibt, die dahingehend eingreift, die das sehr stark forciert, weil sie natürlich auch Profit daraus schlagen wollen. Und deswegen haben wir uns auch klar positioniert in Kärnten, haben gesagt, wir sind aber Sonnenland, wir sind oder wir forcieren den Photovoltaikausbau, wir fördern diesen auch, damit wir da weiter voranschreiten können. Dahingehend auch noch einmal die Bitte bei dem erneuerbaren Ausbaugesetz, dass man sich da wirklich auch ganz genau anschaut, welches Bundesland hat welche Möglichkeiten, welches Bundesland hat welche Gegebenheiten, was kann es tun, was kann es dazu beitragen, aber ohne die eigene Umwelt jetzt massiv dort einzugreifen oder zu schädigen. Ich glaube, das ist auch ganz eine wichtige Botschaft. Bei der Mobilität sind wir auch schon gewesen. Ja, die Maßnahmen, die fehlen uns leider Gottes ganz. Die Richtlinien bzw. die Förderungen, die wir auf die Füße gestellt haben, die hoffen wir, dass wir damit auch unseren Zielen näher kommen. Also wir wissen, dass wir da noch ganz große Kraftanstrengungen auf dem Gebiet erledigen müssen. Und wenn ich allein, jetzt haben wir den riesen Schneefall in Salzburg, in Tirol, wenn ich den Herbst hernehme in Kärnten, wir haben ein riesen Unwetter gehabt, wir haben einen Sturm gehabt und von dort weg hat man auch gemerkt, dass die Menschen Gott sei Dank auch wieder noch stärker sensibilisierbar sind für dieses Thema, dass sich das Klima verändert. Das war vorher überhaupt nicht der Fall. Und wir haben in Kärnten mittlerweile, wissen wir es, circa einen Schaden von 250 Millionen Euro gehabt. Da haben wir auch, glaube ich, vorher schon ein bisschen drüber was gehört. Das heißt, wie gehen wir auch in weiterer Folge mit den Schäden von so einem Klimawandel um? Weil ich sage, für Kärnten ist das eine Summe, die ist fast nicht schaffbar. Gell? Also das wird ganz, ganz schwierig werden, wie wir diese Schäden in den Griff kriegen. Ganz, ganz schwierig werden, wie wir auch die Menschen dann in weiterer Folge, dass die sich auch bereit erklären, in den Regionen trotzdem irgendwo weiter leben zu wollen. Gell? Dadurch, dass wir eben periphere Randgebiete haben, müssen wir einfach schauen, was haltet die Bevölkerung dort. Weil wenn ich da draußen keinen Stromanschluss mehr habe, wenn ich da draußen abgeschottet bin vom Rest der Welt, sage ich jetzt einmal, dann überlege ich mir auch fünfmal, gehe ich in den Bereich oder gehe ich nicht in den Bereich. Das heißt, da braucht man auch Maßnahmen, um die Menschen in den ländlichen Gebieten auch zu halten, weil sonst haben wir Abwanderungen und am Ende vom Tag in Kärnten nur noch ein paar große Städte, Ballungszentren und das war's. Und das werden uns aber die Strukturen auch nicht aufrechterhalten. Also da haben wir sicher auch noch genug bei uns im Land zu tun. Wir haben auch schon darüber diskutiert, wenn wir uns den Strompreis noch einmal genauer anschauen, da haben wir auf der einen Seite die Netzkosten, die bei uns eben aufgrund der Struktur relativ hoch sind. Wir haben die Energiepreise und jetzt haben wir natürlich irgendwo eine soziale Bevorteiligung, wenn wir Photovoltaik fördern, weil wer kann es sich aufs Dach tun? Meistens eben irgendwo, ja, ein privater Haushalt, also jemand, der die Fläche hat, jemand, der überhaupt die Möglichkeit hat. Und dann ist auch so die Geschichte, wenn aber jetzt jemand sozial schwächer aufgestellt ist, möglicherweise benachteiligt ist, eben nicht den Platz hat, der kann ja gar nicht zu solchen Möglichkeiten greifen. Also der kann sich eine Photovoltaikanlage nirgendwo hintun und davon den Strom verwenden. Das heißt, wir haben auch schon darüber diskutiert, das ist jetzt aber bitte ein rein sozialdemokratischer Ansatz, über einen Strompreis, der sozial gestaffelt ist, zu sprechen. Und ich glaube, dass das auch in weiterer Folge notwendig sein wird. Dass einfach dieses, wer ist Gewinner, wer ist Verlierer, ausgeglichen werden kann. Weil, so wie richtig gesagt worden ist, wenn ich dann mein Eigenheim, mein Smartheim mit Photovoltaik eigens bedienen kann, bin ich ein Gewinner. Wenn ich aber jedoch irgendwo im städtischen Bereich in einer Wohnung bin und keine Möglichkeit habe, auf so etwas zuzugreifen, bin ich in weiterer Folge ein Verlierer oder eine Verliererin. Und da braucht man, glaube ich, da müssen wir auch darüber diskutieren, ob man das sozial staffeln, weil ich glaube, nur dann kann es zu einer Ausgewogenheit kommen. Wir haben heute schon ein paar Beispiele gehört, wie paradox das Ganze ist. Wir haben nämlich auch kurz nach dieser Unwetterkatastrophe in Kärnten, wo wir heute wissen, eben ca. 250 Millionen Schaden,
ist dann die Meldung vom Verkehrsminister gekommen, jetzt machen wir auf den Autobahnen 140 km/h. Und ich habe gedacht, mich setzt vom Stuhl, ich sage es ganz ehrlich. Weil ich das in dem Moment einfach nicht mehr nachvollziehen habe können. Also wir waren wirklich gebeutelt, wir haben auch dank unseres Katastrophenschutzreferenten haben wir Gott sei Dank wirklich gut damit umgehen können. Wir haben nur ein Gebiet leider Gottes gehabt, was überflutet war, aber wir haben Sturmschäden gehabt, Schutzwälder liegen am Boden, wo ich sage, keiner kann mehr diese Klimakrise wegdiskutieren, wie du auch richtig gesagt hast. Und dann auf einmal ließ ich aus der Zeitung so, und jetzt diskutieren wir darüber, ob wir in Kärnten wieder 140 auf der Autobahn fahren und möglicherweise sogar eine Teststrecke machen, wo wir 160 fahren. Und da sage ich auch ganz brachial, da wird man schlecht, wenn ich sowas höre. Und ich glaube, da ist es auch notwendig und an der Zeit, dass die Sozialdemokratie sich diesem Thema wirklich auch ganz stark annimmt, weil derzeit tut es in Österreich auf dem Gebiet niemand oder fast niemand. Und es ist unsere Aufgabe und Pflicht, sich darüber Gedanken zu machen, sich auch für sozialpolitische Umweltpolitik einzusetzen, weil ich glaube, nur dann werden wir auch diese Krise überstehen können. Ansonsten werden die Menschen auf der Strecke bleiben. Über Arbeitsplätze, die verloren gehen, haben wir schon geredet. Wir haben auch in der Autoindustrie Arbeitsplätze, die verloren gehen, weil die E-Auto-Herstellung nicht so arbeitsintensiv ist wie die derzeitige. Das heißt, was tun wir dann in weiterer Folge mit den Arbeitsplätzen? Was tun wir mit der Industrie, die sich auf dem Gebiet verändert? Wer wird das Ganze bezahlen? Wir haben heute auch schon einige Vorschläge gehört. Finanztransaktionssteuer, über die müssen wir diskutieren, über die Wertschöpfungsabgabe, über die müssen wir diskutieren. Also der Faktor Arbeit muss in weiterer Folge entlastet werden, weil nur dann komme ich auch dazu, in den Haushalten, sage ich einmal, wieder mehr Geld zur Verfügung zu stellen, damit auch Energieeffizienzsteigerungen notwendig sind oder überhaupt möglich sind. Weil ich habe jetzt vor kurzem mitgekriegt, in der Steiermark wird nachgedacht, ob es eine Förderung geben sollte zur Reparatur von Altgeräten. Und bin auch selber dann gefragt worden, was ich davon halte und ob ich das auch in Kärnten einführen würde. Und wenn man darüber nachdenkt, dann muss man aber ganz ehrlich hergehen und sagen, es ist schon im Sinne der Nachhaltigkeit, Dinge auch reparieren zu lassen, keine Frage. Aber wenn ich Kühlschränke habe oder Küchengeräte habe, die uralt sind, die nur Energiefresser sind, dann muss ich auch hergehen und sagen, na, da ist mir bei Weitem lieber, wir steigen um, wir machen Maßnahmen, damit eben auch diese Geräte energieeffizienter werden. Wir fördern das mehr. Wir könnten es theoretisch auch beim Energieeffizienzgesetz, also da haben wir jetzt einen Faktor von 1,5 drinnen, wenn wir den erhöhen, hätten wir einen Hebel, um da auch mehr und stärker eingreifen zu können. Und ich glaube, dass das in vielen Haushalten, wo eben auch Menschen leben, denen es nicht so gut geht, denen nicht so viel Einkommen haben, wo wir da auch unterstützend tätig werden könnten, damit sie eben auch bessere und energieeffizientere Geräte haben, um von Haus aus gar nicht so viel Strom verbrauchen zu müssen, also um gar nicht so hohe Stromkosten zu haben. Wir haben in Kärnten, Gott sei Dank, ein sehr solidarisches System, auch wenn es darum geht, dass Menschen oft nicht mehr das Geld am Ende vom Monat haben, die Stromkosten zu zahlen. Wir haben da Gott sei Dank ein gutes Einvernehmen mit der KELAG, auch mit den Klagenfurter Stadtwerken, gemeinsam mit dem Amt, mit den Bezirkshauptmannschaften. Da wird wirklich früh genug geschaut, okay, wo hat jemand Probleme? Also wo wird einmal die Stromrechnung nicht gezahlt? Wo gibt es Mahnungen? Wir haben dann die Möglichkeit, einen Zähler zu installieren, wo Geld aufgeladen werden kann und dann verbraucht werden kann. Das hat man hat dann besser einen Überblick darüber. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, wenn man eben wirklich merkt, okay, da würde jetzt finster sein oder da würde jetzt kalt sein, mit Hilfsorganisationen auch zusammenarbeiten. Ich bin selber Vorsitzende, im Bezirk Vorsitzende der Volkshilfe bei mir im Spital. Und da haben wir auch immer wieder unterstützen können, helfen können, früh genug abfangen können, damit eben niemand in der kalten Wohnung sitzt und in einer finsteren Wohnung sitzt. Was, glaube ich, ganz schwierig wird, und das merkt man derzeit auch in der Bundesregierung, ist in weiterer Folge, wie gehen wir mit Ökonomie und Ökologie, also Wirtschaft, um. Wir haben selber bei uns immer wieder das Thema, Betriebsansiedelungen sind wichtig und sind notwendig. Wir haben ja auch das Glück, dass die Infineon bei uns 1,6 Milliarden investiert. Das ist ja nicht irgendwas. Was mir aber ganz wichtig dabei ist, weil wir auch in Kärnten Altlasten haben,
diese teilweise versiegeln, das ich weiß nicht, wie viel Millionen Euro kostet und das überhaupt nicht nachhaltig ist, dass mir halt ganz wichtig ist, früh genug bei solchen Betriebsansiedelungen auch mit dabei zu sein, dass man sagt, welche Auflagen gibt es, was ist zu beachten, damit es eben nicht zu diesen Chemiebomben wie immer Altlasten kommt, die dann im Nachhinein wieder mit relativ hohen finanziellen Aufwand beseitigt oder abgesiegelt werden müssen. Ich glaube, das sind wir auch unseren folgenden Generationen einfach verpflichtet, auch auf das zu schauen. Conclusio, so ein bisschen. Ich merke, dass wir weder auf Gemeindeebene noch auf Landesebene alles lösen werden können. Ich merke, dass wir auch auf Bundesebene nicht alles lösen werden können. Ich denke aber sehr wohl, dass wir auf EU-Ebene große Chancen hätten, das zu tun. Dazu braucht es aber meiner Meinung nach auch wieder einen ganz starken Wechsel in der EU. Sie ist derzeit absolut konservativ geprägt und die Industrie hat, sage ich einmal, in sehr vielen Bereichen, ob es die Kommission ist, ob es der Rat ist, ob es das Parlament ist, dort die Vorherrschaft. Sie braucht Führung und sie braucht in diesen gesellschaftlichen Fragen auch wieder eine klare sozialdemokratische Handschrift. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt, weil wir auch vor den EU-Wahlen stehen. Wir können in den Ländern Kraftanstrengungen haben, wir können auf Bundesebene, auf nationaler Ebene Kraftanstrengungen haben. Ich glaube, viele Dinge können wir auch nur im europaweiten Kontext lösen. Und deswegen ist es auch notwendig, dass wir uns dort zusammenschließen und stark werden und dahingehend auch Rahmenbedingungen setzen können, damit wir diese Klimakrise auf der einen Seite so stark wie möglich eindämmen können, damit wir eben nicht diese 3 Grad Erwärmung bekommen, sondern dort runterbleiben können. Das kann nur eine gemeinsame Kraftanstrengung sein und ich glaube, die Sozialdemokratie hat schon öfter in der Geschichte bewiesen, wenn sie zusammenhält und gemeinsam an einen Strang zieht, dass sie mehr imstande ist, zusammenzubekommen, als man ihr eigentlich zutraut. In dem Sinne sage ich danke für die Einladung und freue mich jetzt in weiterer Folge auch auf eine anregende Diskussion. Freundschaft.